Jetzt wird es ein bisschen nostalgisch. Eine wahre Legende dieser Region. Ja, nicht nur Legende, ein Bezwinger der Polsteriner, würde ich sagen. Ja, also jetzt ganz offiziell bitte einen Riesenapplaus für Karl Schelch. Das geht lauter. Jawohl, das hat er sich verdient. Kein geringerer als Karl Schelch. Hallo, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Also Karl, wir haben uns ja vorher ein bisschen besprochen und du hast mir erzählt, du bist ja nicht die einzige Berühmtheit, die man mit dem Polster in Verbindung bringen kann. Du hast mir von einem besonderen und sehr berühmten Bergfuchs erzählt, der ja noch viel höhere Berge bestiegen hat als den Prebichl, oder? Wen hast du da gemeint? Darf ich dir das Mikro überreichen? Bitte, Karl. Ja, grüße euch einmal als erstes. Ich muss nur vorher noch was erwähnen, wie man mich gefragt hat, ob ich als Zeitzeuge da auftreten möchte, habe ich eigentlich gesagt, findet's da keinen Älteren? Und dann bin ich doch, habe ich so geistig nachgedacht und eruiert, dass das eigentlich für mich 60 Jahre zurückliegt, also mehr wie ein halbes Jahrhundert, diese Polsterrinne, diese Verbindung mit der Polsterrinne. Und jetzt komme ich zu diesem sehr bekannten Bergsteiger und Skifahrer. Ich glaube, das war sicherlich die interessanteste Person, die jemals die Polsterrinne gefahren ist. Es war ein Kärntner, er lebt nicht mehr. Vielleicht können wir so ein kleines Spiel machen. Wer könnte das sein? Reden Sie mit uns. Was glauben Sie? Wer könnte das sein? Ein Kärntner? Franz Klammer! Franz Klammer! Map! Falsch! Lass uns mal sagen, der hat uns mit der Polsterrinne verschont. Er ist auf der Jauntalbrücke Bungee-Jumping gesprungen. Das war ihm sicherer wie die Polsterrinne wahrscheinlich. Aber es gibt einen... Machen wir kein Geheimnis, es war ein Kärntner, der Erstbesteiger der Eiger Nordwand. Fällt jemand da was ein? Hans-Georg Eiger. Oh, oh. Stichwort Tibet, Stichwort Tibet. Dalai Lama. Jawohl, ja. Herr Harrer, genau also, so ist es. Dazu möchte ich ein paar Worte verlieren. Der Heinrich Harrer war beim Dr. Socher in Trofeiach. Dr. Socher, alter Arzt in Trofeiach, Skifahrer, begeisterter Polsterfahrer. Und mit diesem Dr. Socher ist dieser Heinrich Harrer die Polsterrinne gefahren. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass so ein wirklich bekannter, berühmter Mensch wie Heinrich Harrer, das war bei uns hier, ich würde sagen, unsere Polsterrinne gefahren ist. Ja, Applaus dafür, bitte. Super, Heinrich Harrer. So, danke, lieber Karl. Danke. Das war sehr interessant und etwas, was ich wirklich nicht wusste. Ich auch nicht. Ich auch nicht, bitte. Oh, da will jemand was sagen, bitte. Herr drüben, das ist ein Herr drüben mit einem Hut und einem Schirm. Der war beim Polsterliftbau dabei. Der Herr Birka Franz ist es. Der Herr Birka Franz. Wahnsinn. Wahnsinn, ein Applaus. Der Bau des Polstersessliftes dabei war. Na, vielleicht kann er ja jawohl, da hinten steht er. Das wäre schön. Vielleicht haben Sie auch Lust, auf die Bühne zu kommen. Wir freuen uns. Jetzt oder später noch. Jawohl, sieht so aus. Na, jetzt wieder zu dir, Karl. Danke, ja, Karl. Ich bin also, froh, dass wir dich da haben. Du bist ja hier als Zeitzeuge. Wie war das denn damals, also mit der Polsterrinne? Du hast ja vorher erzählt, die war viel mehr befahren. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, Moment. Die Frage, die Polsterrinne hatte damals Pistencharakter. Das klingt jetzt für euch sicher eigenartig. Sie wurde so intensiv befahren und sie wurde auch präpariert. Der Skiclub Eisenerz, wir jungen Rennläufer, haben die Rinne x-mal von oben nach unten durchgetreten und sie hatte damals Pistencharakter. Es war zum Teil im steilsten Stück Buckelpiste. Es wurde ganz intensiv gefahren. Und darüber wird es sehr viele Geschichten geben, auch über den Lift. Und da ist dieser Herr Birka, ich glaube, den fragen wir jetzt, der war beim Bau dabei, der hat das Seil aufgetragen wahrscheinlich. Ja,
Ah, das ist eine gute Idee. Susanne, hast du schon eine Frage? Jetzt Applaus, ganz offiziell. Hier steht für den Herrn Pirker, der tatsächlich dabei war, als der Polstersessellift gebaut wurde. Ja, bravo. Darf ich um Ihren Namen bitten? Noch einmal bitte. Pirker Franz. Der Herr Pirker Franz, einen Riesenapplaus. So, Karl, hast du was dagegen, dass ich den Franz etwas frage? Das ist ein schönes Zusammentreffen. Und eine... Warte, Franz, durchs Mikro. Ich bin Samstag aus der Schule gekommen, habe Zeiger gekriegt und am Sonntag haben wir geholt zum Liftrassen vermessen. Ein Ingenieur Karl Baumann von Leon und der Josef Fahn, ehemaliges Kaufgeschäft von der Bayach. Und ich war noch ein bisschen am Ende vom Liftbau. Wahnsinn. Nachher bin ich von der Firma Hittaler als Lehrbuhr, als Maurerlehrbuhr in 41 Jahren nachher überlammert worden. Das, ja, das hat mir die Firma von Haus aus durchbrochen, die über den Lift anfangen konnte. Wow! Bravo! Also, lebendige Geschichte hier auf der Bühne. Wunderbar, dass du heute beim Einserfest da bist. Ja.